Er wandelte auf dem Wasser. Ja, und damit willkommen zurück zu Sons of the Forest. Da hinten steht unser Besuch, den wir schon in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge gesehen haben. Der latscht da rum. So, gerade mal gucken. Fallen sind gespannt. Ist die hier vorne auch noch intakt? So. Warum ist denn die Fackel aus? So. Selbst die Waschbären können hier übers Wasser wandeln. Naja, gut. Ach Gott, ach Gott. Ich sehe schon. Warte, ich stelle mich mal hier genau hinter die Falle. Oh, Scheiße. Das war ein guter Schuss. Das war ausnahmsweise mal ein richtig guter Schuss. Ach, sie haben wieder neue Köpfe aufgestellt, neue Sachen hier. Schön. Ach, da hinten ist der Kollege. Jetzt rennt er weg. Die sammeln sich hier. Er wieder. Sehr gut. Liegt hier noch eine Tasche rum oder so? Ja, okay. Haben wir noch einen? Ich glaube, wir müssen hier mal was zum Anziehen besorgen, wa? Die ist auch ein bisschen abgemagert aus. Ja, ist nicht schlimm. Kriegen wir alles hin. Kannst dir ja mal eine Makrele gönnen. So, ich glaube, wir haben erstmal wieder Ruhe, wa? Für die nächsten 8 Minuten. So. Habe ich noch Champignon-Cremesuppe von gestern? Mist. Ach, da hinten kommen die nächsten drei. Ich kann kein Wasser holen. Ach, Scheiße. Dann müssen wir hier hinlaufen. So. Was haben wir denn da noch? Schildkrötenei. Haben wir Schildkröteneier? Hier sind Schildkröteneier. Kann man nicht reinschmeißen. Mist. Okay, dann machen wir das so. Kochen wir halt nur Wasser ab. So. Erstmal noch hier so ein leckeres Stück Fleisch. Da haben wir nichts für. Ich hoffe, mein Kochtopf backt nicht nochmal weg. Das wäre doof. Aha. Da wird schon fleißig gefressen. Mach's da. Flupp. Ich wollte eigentlich nur den Pfeil einsammeln. Da wird auch fleißig Schmackofatzi gemacht.
noch eine Tasche. Das ist gut. Dann kommt der Nächste. Ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich sage, wir haben 8 Minuten Ruhe. Wenn überhaupt. Bleib hier, Mann. Kann doch nicht dein Ernst sein, ey. Guck mal hier, die stellen immer mehr Sachen hier auf. Der sieht ja toll aus. Hm. Schön. Wunderbar. Ich sehe hier niemanden mehr, ne? Schade. Mann, ich will doch nur bauen. Ach. Ja, so, hast jetzt davon. Irgendwo hier war mal ein Feuer. Ich sehe es nicht mehr. Ist egal. So, haben wir jetzt wieder ein bisschen Ruhe? Können wir vielleicht jetzt ein bisschen bauen? Das wäre ganz toll. Achso, Moment. Halt. Sag mal. Schönes kochendes Wasser trinken. Wir mal hier irgendwann fertig werden jetzt. Das wäre ganz toll. Nützt nichts. Kelvin muss wieder Stämme sammeln gehen, ne? Kelvin muss weiter Baumstämme holen. Wohl. Felsbrocken. Nein. Stämme und Behälter füllen. So. Sehr gut. Wird langsam gemütlich hier. Langsam. Mit 2a wird das geschrieben bei mir. So. So. Vielleicht müssen wir auch nochmal Bäume fällen gehen. Das war zu. Das machen wir mal noch nicht zu. Machen wir mal hier drüben weiter. So. So, dann brauchen wir noch hier irgendwie mal einen Stamm, den wir da reinlegen können. Das ging irgendwie nicht. Da müssen wir uns jetzt mal drum kümmern. Warum kann ich hier keinen Stamm reinlegen? Muss doch gehen. Vielleicht hier noch einen erst dazwischen machen. Warum geht das nicht? Nein! Ach Mann! Nein, ich will den hier oben reinlegen. Hier zwischen.
Warum funktioniert das nicht? Hier geht's doch auch. Ja, genau so. Und das jetzt bitte hier auch noch. Aha. So. Und wenn wir schon dabei sind, dann machen wir den da auch direkt rein. So. Okay. Oh, nee. Es ist aber auch wirklich, wirklich nicht einfach hier. So. Na dann, Bäume fällen. Ein paar. Kommen wir nicht drum rum. Kelvin kommt nicht hinterher. Wie der Schnee vom Baum runterrieselt, ne, wenn du auf das Ding eindrichst. Auch krass. Das ist echt krass gemacht, das Spiel. Huch. Da. Uah. Man kann so schlecht irgendwie um den Baum drum rumlaufen. Funktioniert manchmal nicht so richtig gut. Na, Virginia, ist ganz schön kalt heute, wa? Geh auch mal rüber. So. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir hier weiterkommen. Kelvin kann in der Zeit ein bisschen Hölzchen sammeln. Achso, wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass wir hier irgendwie... Ja, bin gespannt. Den so baue. So. Moment. So. So. Gucken wir mal, ob wir den hier auch wieder rauskriegen. Den kriege ich nicht raus. Das ist schade. Das war falsch. Den kriegen wir nicht raus. Den nicht raus. Den kriege ich auch nicht raus. Also, das mit den Stützen ist mir... Ja, ich finde das auch geil, das hier. Aber das mit den Stützen ist mir nach wie vor irgendwie ein Rätsel. In dem Spiel. Wann man Stützen entfernen kann und wann nicht. Das macht irgendwie nicht richtig Sinn. Aber... Keine Ahnung, ich will sie halt auch nicht rausschlagen. Keine Ahnung, was dann passiert, ey. Weil wenn ich jetzt hier da unten so eine Stütze rausschlage, nachher bricht mir die ganze Rotze hier zusammen.
wäre ja auch doof, ne? Ach so, da können wir noch so ein kleines nehmen. Dann passt das da oben rein. Nehmen wir mal zwei mit. So. Eins dahin. Eins dahin. Das können wir eventuell später noch brauchen. So. Auch wie die Baumstämme nur halb mit Schnee bedeckt sind, ne? Wenn das Dach da langsam zu wird. Boah. Boah. Ja, gib mir. Mann, ey, wir brauchen eine Sonnenbrille. Wurde jetzt das vierte Stück hingeschmissen? Ist egal. So, das ist schon mal zu. Sehr gut. Die Seiten hier, die gehen komischerweise total easy. Uah, blöder Vogel, ey. Aber die Kehle hier, die war, mein lieber Mann, das war eine schwere Geburt, ey. So, jetzt fehlt nur noch da oben ein Stückchen. Ich nehme mal das nochmal raus und machen wir das hier rein. So, dann ist die Seite hier, die sind auf jeden Fall fertig. Wirtet so langsam. Langsam wirtet wohnlich. So. Nochmal was Langes runtergeplumpst. Nee, ist alles kurzer Kram hier, ne? Neu. So, jetzt haben wir hier wenigstens mal Ordnung. Den kann ich wegnehmen. Den dann nicht. Da, die hier kann ich auch nicht wegnehmen. Warum auch immer, ich kann sie nicht wegnehmen. Schon ein bisschen merkwürdig. Ich nehme mal gerade einen. Krieg ich den da wieder reingepflastert? Huch! Okay. Also die kriege ich irgendwie nicht weg. Die auch nicht. Das ist schon komisch. Mhm. Ja, ich finde das auch ganz gut. Ist ganz gut geworden. Boing. Die Waschbären. Die kriege ich nie mehr raus aus dem Dachstuhl. Haut ab. So. Damit wäre das hier fertig. Jetzt haben wir nur noch hier die drei Flächen. Und dann haben wir das Dach drauf. Gott sei Dank.
Hat ja lang genug gedauert. Kelvin, gib Schub mit deinen Baumstämmen. So, ein Stück fehlt noch. Da können wir vielleicht jetzt das hier nehmen. Machen wir das da rein. Dann haben wir das Dach hier so weit zu. Dann kann ich jetzt hingehen. Nehmen wir einfach hier jeden zweiten raus. Dann kann ich immer noch hier hochlaufen. So, hier brauchen wir nichts mehr, ne? So, jetzt noch einen da oben hin und dann haben wir es. Sehr schön. So, raus, raus, raus. Die schmeißen wir mal da ins Eck. Jetzt kriege ich die Querbalken nicht raus. Warum kriege ich die denn jetzt nicht mehr raus? Ich häng fest. Jetzt nicht mehr. Oh nee, das kann nicht dein Ernst sein. Ich krieg die Schrägen hier nicht mehr raus. Ich finde das gerade nicht so toll. Bausystem. Oh Mann, pass auf, wir speichern mal gerade ab. Wir speichern mal eben ab. Ich kann die jetzt natürlich nicht treffen. Weil Strukturschaden ist aus. Gameplay. Ist das hier? Baumregeneration, Strukturschaden machen wir gerade an. Er bewegt sich. Er hat sich gerade eben bewegt. Okay. Okay, okay, okay. Die hier auch raus. Okay, gut. Dann müssen wir das. Hä, bitte? Ja, danke. Was hast du denn da Schönes? Guarana-Samen, ja geilo. Ja. So langsam wuchtet. Ich sehe das schon kommen. Gleich macht er Knack und dann bricht die ganze Bude auseinander. Ich hoffe, Kelvin schmeißt mir jetzt nicht noch einen Baumstamm hier drauf oder so. Geh mal speichern. Besser ist das. Und wir brauchen eine Fackel hier drin. Und
Unterschlupf, Unterschlupf. Ich weiß nie, wo die Fackeln hier sind. Bei Möbeln oder so. Möbel. Wandfackel. Voll das Möbelteil. So eine Wandfackel. Ja, sieht man jetzt auch nicht viel mehr, ne? Wie spät haben wir denn? Ist schon wieder kurz vor 6. Na, pass auf. Ich speichere nochmal. Und schlaf erstmal. Das war klar. Das war so klar. Wie spät haben wir denn? 1 Uhr nachts. Boah, der tritt mich hier in die Bude rein, ey. Ja, genau. Schieß mal drauf. Ich will meinen Pfeil wieder haben. Das gibt's nicht. Die Pfeile, man kann sie nicht richtig anvisieren, ne? Das war gut. Das war nicht schlecht. Erstmal hier von der Brüstung schmeißen. So, können wir jetzt wieder schlafen gehen? Na Gott sei Dank. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Hier sieht's aus. Na toll. Warum bin ich eigentlich gerade rübergegangen? Na, das ist egal. Wieso kriegen wir den hier nicht weg? Ach, das ist so ein großer, ne? Oh, ey. Pfeil. Es wird einmal kurz angezeigt und dann geht das weg. Mann. Da kommt schon der nächste. Ich glaube, wir haben erstmal Ruhe. So. Erstmal was essen. Was haben wir denn hier noch so? Eine verdorbene Auster. Schildkröten, ey. Machen irgendwie nicht viel, ne? So, hier haben wir noch ein bisschen sauberes Wasser. Dann geht's uns erstmal gut. Gut, okay. Speichern. Dann geh ich mal Fisch holen. Hier sieht's aus. Oh! Das fliegende Eichhörnchen. Danke! So, hier können wir uns eine Eichhörnchenrüstung machen. Das ist doch toll. Hä? Haben wir noch Fische oder was? Keine Fische mitnehmen. Warum auch immer. Es geht nicht. Oder sind keine drin, also. Eins von beiden, ne? Und dann hängen wir das Eichhörnchen hier hin, das ist ja auch nicht schlecht. So, da liegen die gammeligen Austern rum.
So, okay. Ach du heiliger Bimbam, der ganze Clan. Lass mir den Kelvin in Ruhe. Ich hab genau getroffen. Gib meinen Pfeil wieder. Man sieht sie einfach nicht, die Pfeile, ne? Der Triggerpunkt ist so schmal irgendwie, um die Sachen einzusammeln. Ist echt schwierig. Teilweise. So, da liegt noch eine schöne Tasche. Die nehmen wir uns mit. Gut. Gucken, dass wir hier fertig werden. Kelvin, alte Socke, du kommst genau richtig mit deinen Baumstämmen. Hättest auch können direkt hier drauf stapeln. Naja, ist egal. Ich mach selbst. Passt schon. So. Sehr gut. Das Ding hier können wir schon mal abbauen. Können wir gerade da liegen lassen, die Stöcke. So. Ach, da oben fehlt noch eine Stufe. Gut. Wo rennst du denn jetzt hin? Toll gemacht. Kelvin, hol Fisch und Behälter füllen. Na komm. So. Mach doch mal. Ah, ist es wieder soweit? Was ist denn da? Ein Reh? Kelvin? Oder ein Waschbär? Kommen wieder Babys? Da oben ist gerade was gesprungen im Wald. Alles klar? Cool. So, das ist drauf. Erstmal speichern gehen. So, und dann machen wir auch den Strukturschaden nochmal aus. Strukturschaden aus. Achso, nee, Moment. Anwenden. Wir müssen ja nochmal ein bisschen drauf rumkloppen. Oh, ein Pfeil. Wir müssen nochmal
Den kriegen wir raus. Den hier kriege ich nicht raus. Wir haben hier nirgendwo eine Stütze, ne? Den kriege ich komischerweise nicht raus. Hier, selbst hier haben wir keine Stütze, ne? Was ist denn jetzt hier? Geht das Ding mal... Aha. So. So. Was ist da oben passiert? Okay. Warum kriege ich den jetzt nicht da rein? Das ist ja spooky. Warum passt jetzt da kein Balken rein? Also manches in dem Spiel ist wirklich sehr, sehr komisch. Kann auch keinen hier draufstellen. Keine Ahnung, dann geht's nicht. Kann's nicht ändern. Dann ist das jetzt eben so. Ich will gern den unteren Balken rausnehmen. Spiel. Oder wir nehmen die Axt. Wir nehmen die Axt. So. War vielleicht nur ein Speer. Schnell nochmal einen Stein draufgeschmissen. Oh, ein Reh erlegt. Aber sowas von gut. Das war mal ein ordentlicher Schuss. Ich dachte ja erst, es läuft in die Falle, aber nein. Die ist noch scharf. Und die sind auch noch beide scharf. Na, das ist doch nicht schlecht. Oh, ein Rehkitz. So, okay. So, da, jetzt hatten wir da oben ja noch ein paar Stöcke liegen, ne? Ich weiß nicht, ob die noch da sind. Oder ob die schon weggespawnt sind, despawnt sind. Nein, sind sie nicht. Oh, ey, ich will gerade anfangen zu bauen. Und schon kriege ich wieder Besuch. Ich wollte gerade anfangen zu bauen. Wo ist er denn hin, der Besuch?
Ach, Kannibalen. Nee, Ureinwohner. Oder was sind das, ne? Das sind die Ureinwohner da. Die Affenmenschen. Menschenaffen. Jetzt habe ich eben gar nicht. Habe ich mir eben gar nicht aus dem Reh das Fleisch rausgeschnitten, ne? So. So einen schönen Rehkopf. Blutet noch ein bisschen. Weiß noch nicht, wo wir den hinhängen. Bandfackel. Wo waren die Trophäenhalter? Da. Vielleicht so hier über die Tür. Sehr gut. Könnt ihr mal rübergehen? Ihr seid zwei Nasenbären, ey. Echt. Also die Affenmenschen, die lassen uns ja schön in Ruhe, ne? Die machen uns irgendwie nichts. Die Ureinwohner. Oder was auch immer. So. Jetzt nochmal. Schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall ein Bett. Ein Doppelbett. Ja, lass doch mal ein Doppelbett bauen. Ein ordentliches Doppelbett. Oh, wie nett. Ein Doppelbett. Klebeband? Wir haben echt kein Klebeband. Na, warte mal, vielleicht ist hier was drin. Die können wir direkt essen. Na, das ist doch perfekt. Da kommt mein Doppelbett. Haben wir wieder einiges an Taschen gesammelt. Guck mal, überall ist Klebeband drin. Und eine neue Uhr. Acht von den... Was ist das? Was sind das hier? Die Stufen? Sind das die hier? Ach, Tatsache. Ja, nicht so, als wenn wir davon keine hätten, ne? So, dann können wir noch vielleicht auch noch einen ganzen Stamm da drauf schmeißen. So. Oh. Ist es geil oder ist es geil? Sehr cool. Möbel, Trophäenhalter und Wandfackel. Müssen ja auch was sehen hier. Na hör mal, ist das nicht romantisch, ey? Sehr geil. Sehr, sehr nice. So. Dann eine Deckenschädellampe. Immer die da oben irgendwo dran gebaumelt. Hier dran. Es geht nicht. Es geht nicht. Da, hä? Wieso hängt die dann da oben? Ich eigentlich da unten bin und dann schwupp springt das da hoch.
gibt da noch? Was gibt's denn da noch? Deckenschädellampe. Gibt's nicht auch noch andere Lampen? Gab's nicht auch noch so einen Knochenkronenleuchter und so einen Krempel? Pflanzgefäß. Oh, die Pflanzgefäße. Ja, lass mal ein Pflanzgefäß bauen, weil wenn der Winter bald vorbei ist, können wir nämlich da was einpflanzen. Haben wir hier noch ein paar Stöcke liegen? Nee. Haben wir nicht. Ja, dann gehen wir uns mit. Was? Wo kommt die jetzt her? Ein Hirschkopf. Ich dachte schon, wieder runtergefallen. Ich glaube, wir müssen Kelvin wieder sagen, er soll Stöcke sammeln. So. Hohlstöcke und Behälter füllen. Ja, mach das. Danke. So, dann können wir hier direkt was einpflanzen. Was hätten wir denn da Schönes? Schafgarbe, Brombeersamen, Heidelbeersamen, Lachsbeeren, Chicorée, Igelkraftwurz, Guarana, Weidenröschen, Schachtelhalmsamen. Jo, dann fangen wir mit der Schafgarbe an. Aber da wächst nur die Schafgarbe drin, ne? Ich glaube, wir müssen trotzdem hier draußen noch anbauen, ey. Wir brauchen hier noch ein bisschen mehr Platz. Wir brauchen hier einen Balkon oder sowas. Das, sonst funktioniert das nicht ganz hier. Kriegen wir die Sachen nicht hier drauf, die wir so brauchen, ne? So Pflanzgefäße und so ein Krempel. Das ungern bis darüber verlängern. Ich glaube, ich mache das lieber noch hier eins breiter. Kriegen wir wieder Besuch? Ist es wieder soweit? Wer kommt denn da? Da sind die Ureinwohner unterwegs. So, die restlichen Stämme lasse ich mir mal gerade noch hier liegen. Gehen wir mal lieber rein, noch mal ein bisschen bauen. Okay, schauen wir mal gerade noch mal. Pflanzgefäß, Wandpflanzkasten, Fallen, Kleintierfallen. Ne, die brauchen wir jetzt auch nicht, die Fallen. Was wir brauchen, sind so Möbel und so ein Kram. Stuhl aus Stöcken, Holzbank, Knochenstuhl, Knochenleuchter, genau. Ah. Oder passt der hier drunter? Der geht auch nicht, ne? Schade. Müssen wir mal ein paar Knochen besorgen gehen. Ich glaube, Schädel haben wir dann auch nicht genug, aber wir bekommen ja viel Besuch. Mit den Schädeln sollte relativ schnell gehen. Wir haben keinen einzigen Schädel. Und er nimmt auch die Knochen gar nicht mehr an. Ja, ist kein Problem. Wo? Wir brauchen sowieso gerade.
bisschen Nachschub an Köpfen. Da rennt er weg, als hat er Angst gekriegt. Na gut. Dann schauen wir, was wir sonst noch Schönes bauen können. Knochenstuhl. Stuhl aus Stöcken. Irgendwo gab es da noch einen Tisch, ne? Wo war der denn? Stuhl, Couch, Wandfackel. Hirschfellteppich, Tisch. Untertisch. Ne, hier so ein. So einen ganz normalen Tisch, der ist, glaube ich, besser. So, die Ecke, die Sitzecke gedönst, die würde ich vielleicht mal hier hinten hin machen. Ja, kann ruhig so ein bisschen an der Seite stehen. Ja, das Zeug hier, das stört hier drin alles, ne? Das hat hier nichts mehr zu suchen. Nee, na komm raus. Oder kriegt man das da dran? Oh, Tatsache. Mist. Vielleicht passen die auch rein. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Oder ob sie eins länger sein müssen. Nein, die passen nicht. Vielleicht liegt hier noch was. Warte mal, das da könnte gehen. Und der. Die sind auf jeden Fall was länger. Vielleicht geht's mit denen. Okay, und jetzt noch drei lange Planken. Ich glaube, von denen habe ich keine mehr, ne? Und zwei Baumstämme nehmen. Dann wird es noch langsam wohnlich da drin. Schön. Wunderbar. So, ich sehe gerade, wir haben leichte Überlänge gemacht, 52 Minuten. Das war so nicht beabsichtigt, aber es wird hier, es wird richtig romantisch, wird es hier. Gut, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, jetzt sind wir aus dem Schlimmsten, sind wir jetzt raus. Dann können wir jetzt hier ein bisschen dekorieren und dann können wir auch nochmal auf Tour gehen. Also, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.